Die Auswahl ist groß, bunt und ansprechend verpackt. Herkunft und Qualität jedoch sind oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich. 3/4 aller Konsumenten in Deutschland sind daher beim Kauf von Lebensmitteln im Supermarkt verunsichert. Also wenn ich einkaufen gehe, achte ich schon darauf, was auf dem Produkt draufsteht oder wo es herkommt. Nur meistens ist es nicht ganz ersichtlich und dann muss man doch erst im Internet recherchieren, ja, wo mein Produkt wirklich hergestellt wird. Ich würde auch lieber dann gerne etwas mehr ausgeben, wenn ich weiß, dass auch echt alles korrekt ist, was draufsteht und was drin ist. Mir ist wichtig, dass ich weiß, wie die Produkte hergestellt werden und unter welchen Umständen, das heißt unter welchen Umständen für die Angestellten dort das hergestellt wird. Die Lebensmittelindustrie ist gefordert, doch die Flut von Öko-, Bio-Qualitäts- und Fairtrade-Siegeln ist eher verwirrend als aufklärend. Das Smartphone hingegen kann heute der Schlüssel zu mehr Information sein. Durch den Scan eines QR-Codes auf bestimmten Produkten enthält der Konsument sofort ausführliche Hintergrundinfos zu Ernährung, Umwelt, Gesellschaft und Sicherheit, die so niemals auf eine Verpackung passen würden. Hinsichtlich unserer Verpackung möchten wir bis zum Jahresende ungefähr 50% all unserer Packungen mit dem QR-Code, also Quick Response, versehen, wo der Konsument dann sehr schnell erfahren kann, was macht die Firma oder was ist bezüglich dieses Produktes passiert hinsichtlich Ernährung, hinsichtlich Sicherheit, hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft. Bis 2015 sollen alle Nestle-Produkte im Rahmen der Initiative Qualität bedeutet mehr mit einem QR-Code versehen werden. Für über die Hälfte aller Konsumenten in Deutschland ist die Produktherkunft kaufentscheidend. Diese Möglichkeit könnte also Zukunft haben. Verbraucher wollen von Unternehmen wissen, wie ihre Produkte hergestellt werden, wie das in der Lieferkette aussieht, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Und das Ganze muss offen und transparent gegenüber dem Verbraucher sein. Und dann ist es gut für den Verbraucher. Doch noch setzen längst nicht alle Hersteller auf mehr Transparenz. Für die Verbraucher heißt es also, genau hinschauen. Und zwar nicht nur auf die Masse, sondern vor allem auf die Qualität der Informationen.